Ich möchte jetzt nur noch eine andere Form der aktiven Leistungsfaktorkorrektur betrachten, und zwar für den Fall, dass wir Energie ins Netz zurückspeisen müssen. Das heißt, falls wir einen bidirektionalen Energiefluss benötigen, mögliche Anwendungen sind, wir haben irgendwo einen Motor und im Motorbremsbetrieb wollen wir nicht die Energie in Bremschopper in Wärme umwandeln, sondern wir wollen die Energie ins Netz zurückspeisen, zum Beispiel, weil wir kontinuierliche Bremsvorgänge haben. Dort kann der einfache Hochsetzsteller nicht eingesetzt werden. Wenn wir den hier nochmal betrachten hier oben, dann ist dort nämlich das Problem, dass wir zwar den Strom sinusförmig regeln können, wir aber hier durch diesen Brückengleichrichter immer nur einen Stromfluss vom Netz in die Schaltung reinkriegen. Das heißt, hier der Strom IN kann nur proportional zur Netzspannung sein, wenn wir einen Leistungsfaktor von 1 haben. Und der Strom hier durch die Dioden kann immer nur so sein, dass wir sozusagen hier oben einen positiven Strom durch die oberen beiden Dioden fließen haben und hier unten sozusagen einen negativen Strom ins Netz zurück. Deswegen, selbst wenn man eine Leistungsfaktorkorrektur macht, geht das hier nur so, dass Strom und Spannung in Phase sind am Netzeingang, aber zum Beispiel nicht um 180 Grad Phasen verschoben gegenphasig, was nötig wäre, wenn wir Energie zurückspeisen. Wenn man diesen Fall allerdings möchte, dann kann man das machen, dass man einphasig einen 4-Quadranten-Steller an den Eingang einer Schaltung setzt. Und zwar, dass man hier diesen 4-Quadranten-Steller, den wir schon kennengelernt haben, als Ersatz der B2-Brückenschaltung am Netz benutzt. Das heißt, tatsächlich werden wir jetzt hier den Brückengleichrichter haben, aber die Dioden alle ersetzen durch eine Parallelschaltung aus einem aktiven Schalter und einer Diode, zum Beispiel hier am IGBT und einer Diode. Das heißt, wir kriegen 4 Stück dieser Schalter mit der Möglichkeit, jetzt die Stromflussrichtung umzukehren. Das heißt, diese Kombination dieser 4-Quadrantensteller ersetzt jetzt meine eigentlichen Dioden, das wären jetzt die Freilaufdioden, die hier parallel dran sind, durch die zusätzlichen IGBTs in diesen 4 Schaltern, können wir aber jetzt den Stromfluss umkehren. Jetzt ist die Schaltung noch nicht komplett, das heißt, wir werden natürlich wieder am Ausgang unseren Kondensator haben zur Energiespeicherung parallel zur Last, hier wieder durch einen ohmschen Widerstand symbolisiert, wobei das hier jetzt in dem Fall dann wenig Sinn macht, wenn Sie einen ohmschen Widerstand hätten, weil Sie dann natürlich keine Energiequelle an dieser Stelle hätten. Das macht also dann Sinn, wenn Sie hier zum Beispiel eine Batterie haben oder dreiphasiger Wechselrichter für einen Motorantrieb angeschlossen ist. Das heißt, wir haben hier die Ausgangsspannung UA. Die nehmen wir an, ist konstant. Und was wir noch ändern müssen, ist, wir können nicht nur die Dioden hier ersetzen, wir brauchen jetzt noch zusätzlich eine Induktivität in einer der Netzzuleitungen oder in beiden. Das heißt, hier haben wir so eine Induktivität und vorne vor der Induktivität ist dann die Netzspannung angeschlossen. Und jetzt ist die Idee, dass wir mit diesem 4-Quadranten-Steller, genauso wie beim Hochsetzsteller, in der Lage sind, den Strom durch die Induktivität zu steuern. Dazu nehmen wir an, der Kondensator hier am Ausgang sei so groß, dass dessen Spannung sich nicht stark ändert. Das heißt, dass wir sozusagen im Mittel dort eine konstante Gleichspannung kriegen. Und um das dann genauer zu betrachten, wollen wir dann hier diese Spannung, ich nenne die mal UB, weil das sozusagen die Brückenspannung ist, bei diesem 4-Quadranten-Steller betrachten. Und dazu schauen wir uns diesen Eingangskreis mal genauer an. Das heißt, ich habe hier diese Induktivität, über der Induktivität fällt eine Spannung UL ab und tatsächlich diese Spannung bestimmt jetzt, wie der Strom sich dort ändern wird. Das heißt, hier vorne haben wir einerseits die Netzspannung, betrachten wir als Spannungsquelle, sinusförmig, und hier haben wir auf der anderen Seite eine konstante Spannung, eine Gleichspannung am Ausgang. Das heißt, dieses ganze Ding ist natürlich irgendwo ein Wandler zwischen AC-Netzspannung und Gleichspannung DC. Und dann haben wir hier im Prinzip mehrere Möglichkeiten. Wir nehmen mal an, ich habe die erste Möglichkeit, S1 und S2 sind ein, beziehungsweise die antiparallelen Dioden. Wenn ich das habe, S1 und S2 geschlossen, dann liegt die Ausgangsspannung UA in derselben Richtung an, wie hier UB eingezeichnet ist. Das heißt, dann haben wir folgendes Ersatzschaltbild. Ich habe die Induktivität, eingangsseitig habe ich die Netzspannung. Die kann jetzt positive oder negative Werte annehmen. Und ausgangsseitig kriege ich dann die Spannung UB gleich UA. Und an der Induktivität gilt jetzt, UL ist UN minus UB, also UN minus UA. Und wenn jetzt die Ausgangsspannung UA größer ist als der Scheitelwert der Netzspannung, UN max, dann wird jetzt hier in diesem Fall immer eine negative Spannung an der Induktivität zum Beispiel anliegen. Ja, das heißt, hier können wir sagen, UA größer Betrag UN
Max, dann werde ich in jedem Fall hier, egal ob wir die positive oder negative Halbwelle haben, eine positive Spannung an der Induktivität haben, UL größer 0, und dadurch kann ich sagen, dass der Strom DIL nach DT auch größer als 0 sein wird in diesem Schaltzustand. Ich kann also einen Schaltzustand erzeugen, wo der Strom hier IL zunimmt. Ein zweiter Zustand ist, wenn jetzt die Schalter S3 und S4 eingeschaltet sind, gleichzeitig. Dann haben wir wieder ein Ersatzschaltbild, ich male das wieder auf. In diesem Ersatzschaltbild hat sich bezüglich der Eingangsspannung nichts geändert, dort liegt weiterhin UN an. Bezüglich der Spannung an der Induktivität wird sich auch erstmal bloß das ändern, dass es zunächst mal weiterhin UN minus UB sein wird, wenn wir hier die Maschenregel auswerten. Aber jetzt haben wir hier, wenn S3 und S4 geschlossen sind, den Pluspol der Ausgangsspannungsquelle an diesen rechten Anschluss gelegt und den Minuspol an den linken. Das heißt tatsächlich, die Spannung UA in umgekehrter Richtung zu diesem vorhergehenden Fall sozusagen hier an die rechte Seite der Induktivität geschaltet, und wir kriegen dann hier die Spannung UB ist gleich minus UA. Das bedeutet, wenn wir hier UL auswerten, UL ist gleich UN minus UB, ist dann hier in dem Fall aber UN plus UA. Und das wird jetzt auch unter derselben Bedingung wie vorher, falls UA größer ist als der Scheitelwert der Netzspannung, in jedem Fall dafür sorgen, dass UL größer als 0 ist. Achtung, hier vorne, das war ein Fehler, ich glaube, ich habe es richtig gesagt. UL ist kleiner als 0, in jedem Fall, wenn UA größer als UN ist, und dann nimmt hier natürlich der Strom ab. Und in diesem Zustand wird es der Fall sein, UL ist größer als 0, dann nimmt der Strom in jedem Fall zu. Das heißt, wir kriegen dann hier für IL eine Zunahme. Und jetzt sieht man schon, okay, wenn man zwischen diesen beiden Zuständen nur hin und her schalten würde, dann könnten wir hiermit über eine Netzperiode die Spannung einstellen an der Induktivität, dass hier auch so im Mittel zum Beispiel ein sinusförmiger Strom im Eingang fließt. Aber was wir auch können jetzt, weil wir bidirektionalen Energiefluss haben, wir können jetzt auch den Strom so einstellen, dass er zwar sinusförmig ist wie die Netzspannung, aber mit negativen Vorzeichen, das heißt eine Phasenverschiebung von 180 Grad. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir die Netzspannung sinusförmig und den Strom, das mal so ein, in Phase. Dann haben wir einen Energiefluss vom Netz zu der Gleichspannungsseite, das heißt einen Energiefluss von AC nach DC. Oder im zweiten Fall, wir haben zwar die sinusförmige Netzspannung, könnten aber jetzt auch, unabhängig von der Netzspannung, solange UA größer ist als der Scheitelwert der Netzspannung, einen Verlauf haben, dass wir jetzt hier zwar einen Sinus haben für den Strom, wieder so geschaltet, aber gegenphasig zur Spannung. Und dann haben wir hier in diesem zweiten Fall den Leistungsfluss von der Gleichspannungsseite ins Netz, eine Umkehrung der Energieflussrichtung und damit hier sozusagen den Betriebsmodus, dass wir von der Gleichspannungsquelle Energie entnehmen und ins Netz einspeisen, wenn wir zum Beispiel Bremsenergie zurückspeisen wollen. Das ist ganz grundsätzlich die Idee, wie man jetzt mit einem 4-Quadrantensteller am Eingang als Ersatz für eine B2-Brückenschaltung eine Leistungsfaktorkorrektur machen kann und damit aber auch eine Energierückspeisung. Jetzt ist die Frage, warum macht man das nicht immer damit? Tatsächlich, wenn ich diese Energierückspeisung nicht brauche oder die ökonomisch nicht sinnvoll ist, weil ich nicht so viel Energie zum Zurückspeisen habe, ist der Hochsatzsteller immer deutlich einfacher zu realisieren, kostenmäßig, als dieser 4-Quadrantensteller, und deswegen die bevorzugte Lösung in die Energieflussrichtung nur von der Wechselstromseite zur Gleichstromseite stattfindet. Analog zu dem einphasigen Fall kann man auch dreiphasig mit einem 4-Quadrantensteller die Funktion einer Leistungsfaktorkorrektur realisieren und damit Energie zurückspeisen. Das möchte ich hier mal aufmalen. Tatsächlich ähnlich wie sozusagen aus der B2-Brückenschaltung die B6-Brückenschaltung wird, indem wir hier einen zusätzlichen Halbbrückenzweig einfügen, kann ich einfach sagen, okay, wenn ich hier drei Leitungen am Eingang habe, die drei Außenleiter der Netzspannung, brauche ich auch hier bloß eine zusätzliche Halbbrücke in diesem 4-Quadrantensteller, das heißt zwei weitere Transistoren S5 und S6, um dann hier für die dritte Phase auch eine Umkehrung der Energieflussrichtung zu realisieren. Und genauso ist dann der dreiphasige 4-Quadrantensteller sozusagen aufgebaut. Ich habe dann also die 6 Dioden jeweils erweitert um einen IGBT, jeweils 2 in Serie geschaltet und der Mittelpunkt an einer Phase angeschlossen. Dann haben wir hier auch sozusagen diese Schaltung mit diesen drei Halbbrückenzweigen, wo an jeder
Phase eine Halbbrücke angeschlossen ist und müssen jetzt hier nur noch, ähnlich wie bei dem 4-Quadranten-Steller, im einphasigen Netz Induktivitäten zur Steuerung des Stromes einschalten an die drei Phasen und können dann hier auch jeweils, falls jetzt die Spannung hier, die Gleichspannung am Ausgang größer ist als der Scheitelwert einer Außenleiterspannung hier, können dann auch durch Kombinationen der unterschiedlichen Transistoren dafür sorgen, dass jetzt hier an der Stelle die Ströme in den Induktivitäten entweder zu- oder abnehmen und damit auch die Eingangsströme sinusförmig der Netzspannung nachführen, sodass wir auch im dreiphasigen Netz eine aktive Leistungsfaktorkorrektur kriegen. Die Regelung hier ist etwas aufwendiger, aber die prinzipielle Vorgehensweise wäre ähnlich, mit einem ganz kleinen Unterschied. Das Durchschalten eines aktiven Schalters ändert jetzt nicht nur sozusagen an einer Phase die Spannung, sondern eigentlich an zwei. Also diese Ströme sind miteinander verknüpft über die Bedingung, dass die Summe der Ströme gleich Null sein muss zu jedem Zeitpunkt in den Induktivitäten. Das heißt, gegebenenfalls braucht man hier ein bisschen aufwendigere Regelverfahren. Es gibt noch andere Möglichkeiten, um das zu realisieren, aber das wäre jetzt sozusagen die einfachste. Und so eine Schaltung hat man zum Beispiel drin, wenn Sie einen Frequenzumrichter haben, der Energie ins Netz zurückspeisen kann, im Sinne eines Active Frontends mit Energierückspeisung, hätte man genau diese Struktur letztlich drin, um Energie von der Gleichspannungsseite in die Netzseite zurückzuspeisen.